Jetzt schauen wir mal, was sich hinter diesem Wagen verbirgt. Wagen zu Sam's Ranch. Hallo, du bist doch bestimmt von der Farm der Zukunft, oder? Hallo, ja, so könnte man es sagen. Großartig. Ich habe dich schon erwartet. Ich brauche deine Hilfe bei diesem Land. Seit Mr. Moore mich in den Ruhestand versetzte, ist mir dieses und mir dieses Land gab, wird es schlimmer. Aber wenn du mir hilfst, wird mein Leben für die kommenden Jahre leichter. Oh, das ist ein Missverständnis. Ich arbeite nicht auf der Farm der Zukunft. Och, wie schade. Niemand wird dem alten Sam helfen. Ach, sag das nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das klingt schon besser. Okay, oh, da kann ich mich irgendwie dunkel erinnern. Das ist aber nur ganz, ganz klein und winzig. Vielleicht dauert das dann auch gar nicht so lange. Was müssen wir denn tun? Wir haben gar keine Aufgabe, oder? Haben wir eine Aufgabe bekommen? Außer der hier? Hilft dem alten Sam beim Restaurieren des Bauernhauses. Hinter der Farm lag eine kleine, heruntergekommene Ranch. Der Besitzer, ein alter Mann namens Sam, kam alleine kaum zurecht und bat um Hilfe. Wir bekommen 4 Dynamit dafür. Ich denke mal, hier in dem Wagen können wir wieder nach Hause fahren, ja, nach Süd Grand Hill. Da haben wir sogar richtige Solarpaneelen. Wir können auch 100% abräumen und dann, okay, bei 20% 25%. Das Übliche, bei 50 sieht es nicht viel anders da aus. Bei 75 auch, da kriegen wir aber hier so einen Baum. Nee, da ist nichts Besonderes. Und bei 100% kriegen wir Dynamit und ein Haus. Da müsste ich erstmal gucken, was das Haus tut. Was das Haus bringt. Ob das bloß eine Deko ist oder etwas richtig Tolles bringt. Bauernhaus, verlege alle Kabel richtig und sammle die Hausmaterialien. Okay, nee, Quest haben wir keine, ne? Diese Kabel hier, aber dann müssen wir erstmal hier ein bisschen Gras wegmachen, sonst geht da gar nichts. Und Steine. Ja. Da habe ich nicht schnell genug geklickt. Ich dachte, oh, ich habe bestimmt ganz viel in petto. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Willst du mich veräppeln? Das ist nur so ein kleiner Stein. 50. Okay. Ich muss wieder mehr mit meinem Kopf dabei sein. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Denn die hier sind schon fest, oder? Können wir nicht verlegen. Ja, und da irgendwo dazwischen, schätze ich, sollen wir jetzt weitere finden, die dann irgendwo hinführen? Was macht der Brunnen? Nix. Okay, dann räume ich hier mal so ein bisschen auf und dann gucken wir mal, was wir so vorfinden. Also dieses Gebiet ist tatsächlich, ja, man muss es nicht machen. Ein extra Gebiet für die harten Kaliber. Ich habe jetzt 4 Leitungen gefunden und wenn ich richtig zähle, 1, 2, 3, 4, dann müssten wir mit denen eigentlich zu Rande kommen. Wir gucken einfach mal und packen hier, oh ja, wenn man sie bewegt, sieht man sie ja auch. Packen die einfach mal hier dazwischen und dann müsste das eigentlich schon sein. Hier hinten ist auch nochmal eins. Ja, ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen, wo ich es weggeholt habe. Ja. Ah, da ist nochmal ein fetter Stein im Weg. Wie fies ist das denn? 70. Weg damit. So, und dann müsste das klappen. Passt. Dein Ernst? Das heißt, wir müssen jetzt hier gucken, welche von denen eigentlich an den anderen Platz gehören. Ah, ja, man sieht es auch an der Farbe der Leitungen. Guckt mal hier. Diese beiden gehören vertauscht. Okay, da hätte ich ja auch noch ein bisschen besser hingucken können.
Denn es ist rot, blau und grün. Jetzt sieht es doch schon viel hübscher aus. Und jetzt brauchen wir auch noch Hausmaterialien. Da habe ich schon ein bisschen was gefunden. Sind es die? Kiste mit Materialien. 1, 2, 3. Oh, ich fürchte, ich habe nicht alle gefunden. Hier ist nochmal eine. Könnte noch eine sein. Vielleicht hier. Da habe ich jetzt gedacht, das ist vielleicht irgendwie so ein anderes Sammelzeugs, aber okay, anscheinend nicht. Dann müssen wir hier noch ran. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Stellen mit Wölkchen, wo was sein könnte. Also es könnte hier direkt was liegen. Brauchen wir tatsächlich noch... Warte, die haben wir noch nicht eingesammelt. Wir brauchen tatsächlich noch eine weitere, die wir finden müssen. Ja gut, die kann ja eigentlich nur hier irgendwo sein. Ja, guck mal ganz hier unten hinter der Kohle. Da haben wir sie gefunden. Und damit haben wir dann diesen kleinen Bonuslevel wahrscheinlich abgeschlossen. Mal gucken, ob er sich noch bedankt. Alles, als wir mit der Arbeit fertig waren, sah Sams Haus ganz anders aus. Wir freuten uns, die Ranch in diesem Zustand verlassen zu können. Wir kriegen 4x Dynamit. Und er verabschiedet sich auch noch von uns. Großartig. Jetzt genieße ich hier den schönen und ruhigen Ruhestand. Vielen Dank. Sam, hast du Mr. Moore jemals persönlich getroffen? Aber wir wissen ja inzwischen, wer Mr. Moore ist. Nein, niemand hat ihn je getroffen. Warum fragst du? Nur aus Neugier. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Und das war's jetzt komplett. Wir können hier jetzt Klicke, um Eisenerz hinzuzufügen. Also mit dem Haus können wir nichts mehr machen. Was passiert, wenn wir Eisenerz hinzufügen? Solarzellen. Wir können jetzt 42 Mal irgendwas holen. Jede Stunde. Das warten wir noch ab, was das ist. Das lohnt. Sonst kann man hier nichts benutzen. Ich bin hier fast bei 50%. Die könnte ich mir eigentlich fast noch holen. Und dieses Häuschen übrigens ist ein... Also das ist quasi sein Häuschen mit den Solarpanelen obendrauf, wenn man es haben möchte. Als Deko. Kann man hier 100% abräumen, dann kriegt man hier ein Häuschen, in dem man Herstellungsmöglichkeiten hat und das nachher als Deko abbauen kann. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, die 50 mache ich noch da so ein paar Steine weg. Denn Steine braucht man ja eh ständig. Und dann gucken wir nachher noch, was die Solarpanelen da produzieren. Die Solarenergie ist fertig. Mal gucken, was da rauskommt. Energie! Reine Energie. Wir haben jetzt 140 und... Oh, 40 Energie, okay. Man kann quasi Erz gegen Energie umwandeln, wer das möchte. Ich glaube, ich werde es nicht nutzen. Ich werde es nicht ausnutzen. Ich meine, man kann jetzt nochmal 42 Mal insgesamt. Also, weiß nicht, ich habe zwar genug Erz, vielleicht, ab und zu. Man könnte es immer wieder mal abholen, also immer mal wieder starten, abholen, vielleicht einmal am Tag oder so. Wir haben ja sowieso noch ein paar Tage Zeit, oder zweimal am Tag, dann hat man es bestimmt ausgeschöpft. Okay, dann flitzen wir mal noch nach Hause und schauen nach unseren Belohnungen. Und was in den Päckchen war, aber da war gar nichts Besonderes bei den Freiräumsachen. Nicht schlimm. Wir gucken trotzdem mal rein. Da haben wir unser Päckchen. Wir öffnen. Und ja, es fallen halt die üblichen Ressourcen und Zeugs raus. Eine kurze Episode. Also ich glaube, in diesem Bereich muss man wirklich nicht unbedingt, es sei denn... Man hat viel Power und ist ein Completionist und will sowieso alles haben, so wie ich, oder alles zeigen. Dann kann man das natürlich machen. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal uns hier Ashers Studio widmen, denn dann sind wir hier komplett fertig.
Und mal gucken, was die Leute da für Sorgen haben.